Die Giraffe war ja einmal ein Tier, das aussah wie ein Pferd. Es graste, es hat Gras vom Boden aufgenommen mit den Zähnen. Irgendwann gab es kein Gras mehr, eine große Dürreperiode herrschte. Es hat ein paar dieser Giraffen gegeben, die aufgrund von Missbildungen einen langen Hals hatten. Diese wiederum konnten aber an Blätter gelangen, die auf Bäumen wachsen. Die Giraffe hat sich nach der Fehlbildung von Blättern an den Bäumen ernährt, weil es auf dem Boden nichts gab. Die mit dem kurzen Hals starben, waren alle tot. Wenden wir das mal auf die Gegenwart an, wenden wir das mal auf Frauen und Minderheiten in Deutschland an. Gehen wir nicht viel zu brav um mit den Schülern der Rütli-Schule oder anderen Hauptschulen, mit Schülern, die randalieren? Sind nicht die Hauptschüler die alten Giraffen? Nein. Wenn, stellen Sie sich mal vor, jemand perspektivlos ist und jemandem immer gesagt wird, Jugendlichen, du kannst zur Schule gehen, du kannst deinen Abschluss machen, aber du wirst hier nirgendwo einen Ausbildungsplatz finden. Das hat niemand du gesagt. Wirst, also niemand das, sagt ja, den Menschen aber, das. Aber die Situation ist so. Hat man auch schlechte Karten. Wir haben es hier mit Menschen zu tun, die nicht lernbereit sind. Wir haben es mit Menschen zu tun, die sich kein Wissen aneignen. Das geht nicht, dass Sie sie sozusagen so darstellen, als also nicht lernfähig, die wollen nicht lernen, sie die wollen sich nicht integrieren. Nein, dieses Bild ist falsch. Wollen Sie etwa sagen, sie können nicht lernen? Das wäre wieder eine ganz andere und eine wesentlich diffamierendere Diskussion. Zunächst sind das ganz viele Probleme, wenn wir unser Schulsystem angucken, weil diese Herausforderung kann unser jetziger Schulsystem so nicht erfüllen. Was für ein Schulsystem muss man denn erfinden, um nicht lernbereiten, nicht wissensbereiten? Warum sind sie denn nicht lernbereit? Warum sind die Kinder nicht lernbereit? Können Sie das erklären? Weil ihnen die Lust fehlt, weil sie sich nicht mehr konzentrieren können, weil sie nur noch fernschauen, weil sie sich mit Gameboys beschäftigen und eine Sprache sprechen, die jeglicher Zivilisation entbehren. Sehen Sie mal, wenn in der Hauptschule, wer die Hauptschule verlässt mit einem Hauptschulabschluss, wo kommt der denn an? Wo kommt der denn an? Es kann doch niemand mit einem Hauptschulabschluss Bürgermeister werden oder Computer bauen. Mit einem Hauptschulabschluss, das reicht nun mal zum, ich sage es mal ganz salopp, zum Straßekehren. Was wir jetzt nach so einem Clip wirklich gar nicht wollen, sind so Kommentare. Das ist wirklich Stammtisch 2.0, das braucht kein Mensch. Wenn ihr irgendwas scheiße fandet, geht runter in die Kneipe und kotzt die Süchtigen voll da unten, aber lasst das Internet mal in Ruhe mit dem ewigen Gehate. Wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr das hier unten gerne aufschreiben. Ihr könnt auch hier draufklicken, sofort ohne Kommentar, im nächsten Clip. Hab ich mir ausgedacht, dass man das jetzt so gleich im Player anklickt. Oder hier könnt ihr was ganz anderes gucken und hier könnt ihr abonnieren. Und da ist die Tür, wenn ihr mal frische Luft braucht. Ah. Dann mal los.